Hallo Leute, wieder bei Black Reef. Heute ein kleines Update. Und zwar habe ich letztens die Verkleidung bekommen. Die wollte ich euch mal zeigen. Das Becken ist leider immer noch nicht da. Aber ich hoffe, es soll nächste Woche wohl geliefert werden. Ich hoffe, dass Corona mir keinen Strich durch die Rechnung macht. Aber wir hoffen, drücken die Daumen. So, zur Schrankverkleidung. Das ist wieder so ein Do-it-yourself-Projekt. Ich denke mal, das ist ganz gut geworden. Die Bretter an sich habe ich bestellt beim Schreiner. Die sind hochglanzlackiert und genau, und die Kanten sind bearbeitet. Das Ganze habe ich jetzt mit Magnete befestigt, oben und unten. Ja. Dann habe ich auch Lüftungsschächte eingebaut. War mir wichtig, weil da bildet sich schon einiges an Kondenswasser und das will ich vermeiden. Also die rechte Seite auf jeden Fall. Die linke Seite ist jetzt eigentlich nur für die Elektronik, dass die, wenn da zu viel Hitzestau entsteht, dass da ein bisschen entweichen kann. Aber so die der Technikbereich ist schon das Wichtigere, ne, von den beiden. Ja, so viel dazu. Und ich hoffe, dass ich mich nächste Woche mit dem Becken melden kann. Und ich bin gespannt.